Mit dem Apple TV hat Apple seit einigen Jahren ein ziemlich praktisches Gadget im Portfolio und in diesem Video möchte ich einmal kurz klären, was denn überhaupt ein Apple TV ist, was das Ganze kann und welche Gründe für ein Apple TV sprechen. Sollten dich Videos wie dieses zu Apple-Produkten interessieren, dann lass doch auf jeden Fall jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr und wir werfen jetzt direkt nach dem Intro einmal einen etwas genaueren Blick auf das Apple TV und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Doch was ist überhaupt ein Apple TV? Diese Frage lässt sich ziemlich einfach beantworten, denn im Grunde genommen ist ein Apple TV eine Set-Top-Box, die über HDMI an einen Fernseher oder an einen Monitor angeschlossen wird und daraufhin kann diese Box dann mit dem WLAN verbunden werden und dann hat man genauso wie auf einem iPhone oder auf einem iPad die Möglichkeit, über verschiedene Apps Dinge auszuführen, Videos zu streamen oder Spiele zu spielen. Und warum sollte man jetzt genau ein Apple TV und kein Fire TV oder ein Google Chromecast kaufen, wobei diese doch um einiges günstiger sind? Der erste Grund ist, dass ihr alle bekannten Streaming-Dienste auf dem Apple TV installieren könnt. Und natürlich gehört dazu Netflix oder Amazon Prime, aber auch so etwas wie Sky Ticket, was auf einem Fire TV zum Beispiel nicht funktioniert. Und ihr habt auch Dinge wie HBO oder natürlich verschiedene Mediatheken wie ARD, ZDF und ProSieben. Und auch Apple TV Plus Inhalte können über ein Apple TV abgespielt werden. Der nächste Grund ist ganz klar AirPlay und AirPlay ermöglicht es euch, kabellos ganz einfach Inhalte von eurem iPhone, iPad oder Mac auf eurem Monitor oder Fernseher über das Apple TV darzustellen und das funktioniert natürlich mit Fotos, mit Musik, mit Videos oder auch ganz einfach mit eurem kompletten Bildschirm, den ihr dort dann eben teilen könnt und das macht natürlich erst einmal privat sehr viel Sinn, dass man Fotos teilen kann oder auch mal ein Video abspielen kann, was man auf dem iPhone hat und dann eben schnell am Apple TV zeigen kann, aber natürlich auch auf der Arbeit kann das ziemlich viel Sinn machen, wenn man Präsentationen oder Ähnliches an einem größeren Bildschirm zeigen möchte. Sprechen wir als nächstes über die Performance und die ist bei einem Apple TV wirklich sehr gut, gerade im Vergleich zu zum Beispiel einem Amazon Fire TV Stick oder auch einem Amazon Fire TV, welche mit der Zeit irgendwie immer langsamer und immer hakliger werden. Das habt ihr mit einem Apple TV auf jeden Fall nicht, daher läuft das System an sich flüssig und ihr habt dadurch auch die Möglichkeit, unterschiedliche Spiele ganz einfach aus dem App Store zu installieren und diese zum Beispiel über die Fernbedienung zu steuern oder natürlich auch mit einem externen Controller. Solltet ihr euer Zuhause mit Smart Home Gadgets ausstatten, bevorzugt HomeKit, dann solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen, ein Apple TV als HomeKit-Zentrale zu nutzen, denn damit habt ihr eben die Möglichkeit, verschiedene Gadgets einzubinden und auch von unterwegs darauf zuzugreifen, da eben das Apple TV als Zentrale dient, genauso wie das ein iPad oder auch ein HomePod sein kann. Zusätzlich könnt ihr aber natürlich auch direkt über euer Apple TV das Smart Home steuern und natürlich auch mit Hilfe der Fernbedienung ganz einfach über Siri. Ganz kurz angesprochen hatte ich den App Store, denn diesen gibt es nicht nur auf einem iPhone oder auf der Apple Watch, sondern eben auch auf dem Apple TV und dort könnt ihr ganz einfach verschiedene Streaming-Dienste herunterladen, ihr könnt aber auch Spiele herunterladen, Produktivitäts-Apps, Wetter-Apps etc. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Kategorien und ganz, ganz viele verschiedene Apps, die ihr eben auf eurem Apple TV installieren könnt und dann eben entweder spielen könnt oder euch natürlich auch durch Nachrichten etc. weiterbilden könnt. Zu guter Letzt ist meiner Meinung nach das Apple TV eigentlich die perfekte Ergänzung für das komplette Apple-Ökosystem. Da laufen irgendwie alle Dinge so ein bisschen zusammen und alles lässt sich so ein bisschen kombinieren. Das heißt, ihr könnt vom Mac oder vom iPhone per AirPlay etwas am Apple TV darstellen. Das Apple TV dient als Smart Home Zentrale, als HomeKit Zentrale. Gleichzeitig kann aber auch vom Apple TV direkt das Smart Home gesteuert werden. Wir haben die Möglichkeit über iCloud dort Dinge darzustellen, wie zum Beispiel Fotos, aber wir können auch auf Apple Music zugreifen und über Apple Arcade können wir Spiele spielen. Das heißt, das Ganze fließt so ein bisschen im Apple TV zusammen. Daher ist das Apple TV so ein bisschen das Herzstück des Hauses, meiner Meinung nach, wenn man eben ein Apple-Ökosystem verwendet. Aktuell gibt es übrigens zwei Modelle vom Apple TV, nämlich einmal das Apple TV 4, das ist sozusagen die HD-Version, und das Apple TV 5, das ist dann im Endeffekt die 4K-Version. Und die unterscheiden sich nicht so wirklich. Es gibt da ein bisschen Prozessorunterschiede. Das 4K-Modell kann auch HDR, aber im Grunde genommen haben beide Zugriff auf den App Store, können beide als HomeKit-Zentrale verwendet werden. Wenn ihr also einen HD-Fernseher zu Hause habt, dann müsst ihr nicht unbedingt auf die 4K-Variante umsteigen, sondern könnt hier auch ein bisschen Geld sparen, denn das HD-Modell bekommt ihr aktuell für etwa 150 Euro, das 4K-Modell ab 190 Euro und auch da könnt ihr noch einmal ein bisschen mehr Speicher dazu kaufen, das heißt, dann wird das Modell noch mal ein bisschen teurer, wenn ihr sagt, ihr möchtet wirklich einige Apps und Spiele installieren, dann habt ihr eben die Möglichkeit zwischen 32 oder bis zu 64 GB zu wählen. Das soll es dann aber auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein und einigen Gründen, die für das Apple TV sprechen und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte. Solltet ihr aktuell überlegen, euch ein Apple TV zuzulegen und wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr über
über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr weitere Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche euch natürlich gerne zu helfen. Wir sehen uns dann aber auch schon im nächsten Video wieder. Solltet ihr das nicht verpassen wollen, lasst jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da. Bis dahin, macht es gut.